Hallöchen, liebe Zuschauer, heute mal mit einem ganz anderen Video, einem gesponserten. Heißt also, das wäre in gewisser Weise Werbung. Nur wer mich kennt, weiß, dass ich nicht einfach so Werbung liefere, sondern meist zumindest auch etwas genauer hinsehe und mehr draus mache, auch wenn es immer wieder Leute gibt, die da anderer Meinung sind. Macht aber nichts, jeder darf denken, was er will. Worum geht's also heute? Um günstige Lizenzen von Software und Spiele. Vor einigen Monaten habe ich Ähnliches gemacht und das Thema schon angeschnitten, doch heute will ich dem etwas genauer auf den Grund gehen und für euch auch checken, was für Qualität man da eigentlich wirklich als Käufer bekommt. Folgendes: Ich kaufe mir von der Seite GVG mal eine Windows 10 Pro OEM Lizenz, zeige euch dann den ganzen Kaufvorgang, zeige euch dazu noch, wie und ob der Lizenzschlüssel überhaupt aktiviert bzw. gültig ist und zu guter Letzt prüfe ich für euch nach, um welche Art von Lizenzschlüssel es sich dabei handelt. Es gibt ja die Bezeichnungen Retail OEM und Volumen Keys. Darüber und über gewisse Gefahren kläre ich euch kurz in dem Video auf. Nicht jeder ist nun vielleicht vertraut mit dem Shop GVG Mall. Ganz ehrlich, geht mir genauso. In kurzen Worten kann man aber sagen, es ist eine offizielle Plattform, wo Microsoft-Lizenzen, Game Keys, Golden-Spielen, Prepaid-Karten für Xbox, PSN und so weiter verkauft werden. Was wohl die meisten interessiert, sind die Game Keys, also für Steam, Uplay und Origin. Am kritischsten sind allerdings immer die Windows-Lizenzen, deswegen prüfe ich auch damit. Jedenfalls wurde ich von dem Shop gefragt, ob ich ihn euch nicht mal vorstellen könnte. Für euch gibt's da extra auch einen Rabatt bzw. Gutscheincode, den ihr bei der Bestellung einlösen könnt. Natürlich will ich nicht für schlechte Shops oder derartiges werben und habe somit etwas recherchiert und auch so bei gewissen Quellen, die mir zur Verfügung stehen, nachgefragt. Scheint alles soweit okay zu sein. Gut, ich will jetzt aber nicht weiter rumlabern, kommen wir nun endlich zur Sache. Unter der Kategorie Software-CD-Keys finden wir die Microsoft-Lizenzen im Angebot. Den Link dazu findet ihr auch noch unten in der Videobeschreibung. Ich suche mir nun die gewünschte Lizenz aus, in dem Fall Windows 10 Pro, die OEM-Version. Gilt für 32- und 64-Bit-Versionen, permanent für einen PC und kann überall, also global, genutzt werden. Bei mir stehen hier rund 15 US-Dollar. Die Währung sowie Sprache können wir allerdings mit wenigen Klicks auch ändern. Das wären hier 13 Euro. Ich belasse aber alles auf Englisch und zahle hierfür diese Demo in US-Dollar. Ein Konto habe ich mir bei GVG Mall vorhin schon eingerichtet. Dann rein mit Windows in den Warenkorb. Von mir bekommt ihr den Gutscheincode NCE18. Damit bekommt man ein wenig Nachlass. Also falls ihr was kauft, verwendet den Code. Nachlass ist immer nett. Und ja, der Rest ist eigentlich ganz normal. Spulen wir also vor. Am Ende kommt die Bestätigung mit der Bestellnummer. Wenn man jetzt unter Bestellungen nachschaut, ist der Key auch schon geliefert worden. Den kann man sich nun einfach anzeigen lassen. Probieren wir nun Windows damit zu aktivieren. Auf einem kleinen PC von mir machen wir dies nun. Geht zu Start, dann auf Einstellungen, das Zahnrad also. Unten würde dann schon was von Aktivierung stehen. Falls dies nicht der Fall wäre, geht zu System, scrollt runter zu About in meinem Fall, nochmal runter scrollen und nun könnte man da den Produktschlüssel ändern. Mein Windows ist jetzt gerade nicht aktiviert, wie man sieht. Unten also auf Produktschlüssel ändern, die erworbene Lizenz eingeben und am Ende auf Aktivieren klicken. Gut, hingehauen hat's in meinem Fall zumindest schon mal. Nun folgt aber der interessante Teil, um welchen Key genau handelt es sich denn? Hoffentlich doch um keinen Volumen-Key, oder? Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Unterteilungen: Retail, OEM und Volume. Retail ist die oberste, beste Stufe. Sozusagen die Boxed-Variante, die Lizenz kann auch auf andere PCs im Laufe der Zeit übertragen werden. Der OEM-Key ist eigentlich nur für ein bestimmtes Gerät, also PC, gedacht und kann nicht übertragen werden. Ansonsten aber eine auch einwandfreie Lizenz. Bei Volume, also eine Volumen-Lizenz, sieht schon anders aus. Solche Keys sind eigentlich für Einrichtungen, meist Bildungsanstalten, gedacht. Ein Key kann somit für gleich mehrere PCs eingesetzt werden. Der Nachteil: Eine solche Lizenz kann, wenn man Pech hat, ganz schnell ablaufen bzw. ungültig werden. Wie prüft man also nach, um welche Lizenz es sich dann handelt? Vor dem Kauf kann man sowas natürlich nicht wissen. Startet das Command Prompt im deutschen Windows, glaube ich, Befehlseingabe, dann gebt folgendes ein: SLMGR Abstand
-DLE, dann Enter drücken. Daraufhin kommt dann eine Meldung mit der Lizenzart. Und siehe da, bei mir ist es nicht einmal OEM, sondern glatt nochmal besser, ich habe einen Retail-Key erhalten, das Bestmögliche. Also es scheint, man kann gewissen Shops durchaus in der Hinsicht vertrauen. GVG Mall scheint korrekt zu sein. Vor Billig-Keys auf eBay würde ich euch aber abraten. Das sind meist Volumenlizenzen. Mich würde nun brennend interessieren, welche Lizenzen ihr habt. Tut mir einen Gefallen, vielleicht seid auch ihr neugierig, schaut nach und kommentiert unten, was für einen Key ihr habt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen.